Roulette Kessel Gucken 8.11.2019 Live Casino Perth Australia Gewinn 4000 australische Dollar Autor D. Seltzer Mackenzie YouTube. Heute ist Freitag der 8. November 2019 und ich bin überrascht, im YouTube Livestream befinden sich jetzt 45 Zuschauer, ich kann mich nicht erinnern, dass wir mal so viele Zuschauer gehabt haben. Heute spielen wir wieder in dem Burswood Casino von Perth in Western Australia. Unser Spieler steht bereits am Tisch. Es ist jetzt 10.30 Uhr. In Australien ist es 9 Stunden später und ich habe mit der Quantenmechanik und der Stringtheorie ausgerechnet, was wir heute ab dem ersten Korps, also direkt nach der Tischeröffnung des neuen Tisches setzen wollen. Und zwar, erste die ersten beiden Korps auf Schwarz. Zweite den dritten und den vierten Korps auf gerade Zahlen. Dritte den siebten und den achten Korps auf ungerade Zahlen. Vierte den elften Korps und den zwölften Korps auf Passe. So, das sind die einfachen Chancen, die unser Spieler derzeit setzt. Der Tisch dürfte nämlich inzwischen eröffnet sein und ich warte jetzt mal eine halbe Stunde. Bis dahin wird der Spieler uns eine Rückmeldung per SMS geschickt haben. Und wir wissen, ob meine Berechnungen, die ausschließlich auf die Technik der Stringtheorie und der Quantenmechanik beruhen, Erfolg gehabt haben. Wir spielen wie üblich immer mit 500 australischen Dollarstücken auf einfache Chancen. So, nun ist es 11 Uhr in Australien, natürlich 9 Stunden später, und die SMS von unserem Spieler ist eingegangen und wir haben wieder einmal voll und komplett gewonnen. Das zeigt eben, wie zuverlässig die Quantenmechanik und die Stringtheorie in den Voraussagen von Roulette Corps ist. In den ersten beiden Korps ist gefallen die 17 und dann die 29, also zweimal schwarz, wir haben beide Korps gewonnen. Im dritten und im vierten Korps ist gefallen die 8 und die 32, also beides gerade Zahlen, auch hier haben wir gewonnen. Im siebten und den achten Korps ist gefallen die 19 und noch einmal die 19, also ein Doppelschlag, aber eben zwei ungerade Zahlen und wir haben auch hier gewonnen. Im 11. und im 12. Korps ist gefallen die 27 und die 24, also beides Passzahlen und auch hier haben wir gewonnen. Somit liegt unser Gewinn, da wir mit 500 australischen Dollarstücken gespielt haben, bei 4000 australischen Dollar, das sind ungefähr 3300 Euro, und dass wir es dann, ich habe ausdrücklich nicht mehr Sätze ausgerechnet, denn die desto mehr man setzt, desto größer ist die Gefahr, dass man die entsprechenden Korps verliert, und wir haben heute 4000 australische Dollar gewonnen und können damit zufrieden sein. Es zeigt ganz besonders wie immer, dass mit der Quantenmechanik und der Stringtheorie es sehr sehr gut möglich ist, immer die ersten Korps an bestimmten Tischen exakt auszurechnen, wenn auch eben nur auf einfache Chancen, aber das eröffnet letztendlich sehr große Möglichkeiten, dauerhaft zu gewinnen. Ich lege jetzt hier noch meine Fußballwetten, scheine für die heutigen Wettprognosen für Fußball in die Kamera und schalte dann danach den YouTube-Livestream ab.